Wer Japan kennenlernen will, der nimmt die Eisenbahn. Und zwar die auf schmaler Spur. Wir sind im Süden Japans auf der Insel Kyushu. Die Reise beginnt in Hakata in der Präfektur Fukuoka und führt zunächst nach dem für seine heißen Quellen bekannten Yufui. Es geht weiter in das Vulkangebiet des Aso, von dort nach Kumamoto und nach Hitoyoshi mit seinen Shinto-Schreinen. Es folgen die Metropole Kagoshima und schließlich Ibusuki. Eine Zugfahrt will gut vorbereitet sein. Die Schaffnerinnen des Yufui Nomori Express füllen Listen mit Souvenirs, Bento-Boxen, auf die wir noch kommen werden, und allen möglichen Kleinigkeiten aus. Sie sind verantwortlich für die Fahrt eines ganz besonderen Zuges, der einen der wichtigsten Kurorte Kyushus mit der Metropole Fukuoka verbindet. Und vor allem sind sie zuständig für das Wohlbefinden der Fahrgäste, was gewisse Rituale nach sich zieht. いらっしゃいませ. Welcome on board. おはようございます. Good morning. Man muss nicht jedes Wort verstehen, um zu erkennen, dass man später als Fahrgast auf das Höflichste begrüßt werden wird. Formen sind wichtig in Japan. Und dass diese auch eingehalten werden, wird stets geübt und überprüft. Wir begleiten die Schaffnerinnen zum Bahnhof. Das Verwaltungsgebäude ist ein paar Schritte von Hakata Station entfernt. Der Beginn eines langen Arbeitstages im Dienste der Fahrgäste. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in Japan sind stolz auf ihre Eisenbahn und sie genießen hohe Wertschätzung bei den Menschen. Und das ist er, der Yufui Nomori Express. Der Wald von Yufuin bedeutet sein Name. Er ist daher auch ganz in Grün gehalten. Die Verbeugung vor dem einfahrenden Zug, auch Alltäglichkeiten erfordern eine gewisse Würde. Die Begrüßung der Fahrgäste. Wir erinnern uns. Der Yufui Nomori ist ein Zug, der den Reisenden ein besonderes Erlebnis bieten soll. Er wurde eigens für seine Strecke entworfen. Der Zug verlässt die Stadt. Und deutlich ist zu sehen, dass die Fenster bei diesem Dieseltriebwagen besonders hoch angesetzt sind. Das Führerhaus ist vollständig verglast und man kann dem Lokführer bei der Arbeit über die Schulter sehen. Die Aussicht genießen zu können, ist eines der Prinzipien, das bei der Konstruktion des Zuges ausschlaggebend war. Und Landschaft gibt es viel zu sehen auf dem Weg nach Yufui. Dichte Wälder prägen die Landschaft. Nun versteht man, dass der Zug den poetischen Namen der Wald von Yufui trägt. Schlange stehen vor dem Zugshop. Denn hier gibt es die bereits erwähnten Bento-Boxen.
Eine Bento-Box ist eine Art Vesperdose. Im Yufui no Mori gibt es eine ganz besondere, die mit regionalen Spezialitäten schon auf das Ziel einstimmen soll. Sie wurde eigens von einem Sternekoch kreiert. Süßwasserfisch, eingelegtes Gemüse, Reisröllchen und manch leckere Kleinigkeiten, die etwas schwer zu identifizieren sind. Offenbar alles köstlich. Die Fahrt geht entlang des Flusses Kusu. Das Tal ist teilweise eng und immer wieder überquert die Strecke den Fluss und viele kleine Bäche, die ihm zufließen. Immer wieder eröffnen sich überraschende Ausblicke in die Natur. Das Konzept des Zuges erklärt sich hier von selbst. Und das Erinnerungsfoto ist freilich auch ein japanischer Standard. Der Gong der geschlossenen Schranke kündigt den Zug an, während er sich schon in den Bahnhof schlängelt. Man kann sehr entspannt auf ihn warten, während eines Fußbades, gespeist aus heißen Quellen. Noch schnell ein Erinnerungsstempel, auch das eine japanische Tradition. Viele Sehenswürdigkeiten bieten Karte und Stempel an. Und fast alle Fahrgäste verewigen sich vor dem Yufui no Mori. Abschied von den Schaffnerinnen. Für ein Interview waren sie zu zurückhaltend und zu beschäftigt. Eine Kupplung wie ein Propeller und eine schwungvolle Schrift. Der Yufui no Mori ist ein Konzeptzug, wie es einige in Kyushu gibt. Sie haben den Zweck, Touristen in bestimmte Regionen zu locken und den Bahnverkehr durch eine besondere Atmosphäre attraktiver zu machen. Das Konzept scheint aufzugehen. Rund ein Dutzend verschiedene Konzeptzüge mit besonderem Design gibt es inzwischen auf der japanischen Südinsel. Überall dampfen die heißen Quellen. Und der Ort ist eine Wetterküche. Oben in den Bergen treten die heißen Quellen offen zutage. Ein wenig unheimlich wirkt das Ganze. Erdbeben gibt es immer wieder. Der nächste aktive Vulkan ist nur ein paar Kilometer entfernt. Doch die Japaner sind sehr praktisch veranlagt. Eine heiße Quelle ist auch ein guter Eierkocher. Ein rund 400 Jahre alter Schrein zeigt, dass die Natur hier alles andere als harmlos sein kann. Kleine Opfer sollen die Naturgewalten bändigen. Von der etwas bedrohlichen Natur zu alter japanischer Garten- und Wohnkultur. Der hat sich das Onsen Murata verschrieben. Ein Onsen ist ein Hotel mit Thermalbad, wobei dies eine fast zu prosaische Beschreibung ist. Das Bad. Es ist betont schlicht gehalten. Man legt sich hinein und genießt einfach das heiße Wasser. Daraus ein Schaumbad zu machen, wäre für einen Japaner ein Sakrileg. Selbst eine traditionelle Feuerstelle gibt es in der Suite. Das Menü wird zelebriert, als sei es fast schon ein religiöser Akt. Dies ist nur ein Gang von vier. Was wie zu genießen ist, wird genauestens erklärt. Oh.
Ein Gegenpol zur Hektik des japanischen Alltags. Der hat uns wieder am nächsten Morgen. Ein kleiner Nahverkehrstriebwagen wird startklar gemacht. Japan ist durchzogen von kleinen Eisenbahnlinien. Fahrkarten können beim Lokführer gekauft werden. Die Züge sind kurz und sie bedienen auch viele entlegene Orte. Unterwegs sind die Triebwagen auf einer Spurweite von 1067 mm, der sogenannten Kappspur. Ein Blick aufs Minu-Gebirge. Touristen sind in diesen Zügen nur wenige unterwegs. Schüler- und Pendlerverkehr ist die Normalität. Spurweite 1067 mm. Nach europäischen Maßstäben ist das eine Schmalspurbahn. Doch 1067 mm war ursprünglich die normale Spur in Japan. Und auch heute ist das schmalspurige Netz mit mehr als 22.000 Kilometern Länge mehr als viermal so lang wie das des normalspurigen Hochgeschwindigkeitszuges Shinkansen. Die landschaftlich schönsten Strecken sind die des alten schmalspurigen Netzes. Sie führen weg von den Metropolen und erschließen die ländlichen Gegenden. Die Fahrpreise werden im Zug angezeigt. Die Lokführer achten wie beim berühmten Shinkansen ebenfalls peinlichst auf die Einhaltung des Fahrplans. Nur 30 Sekunden ist die Verspätungstoleranz. Wir steigen in Oita um. Oita ist eine Großstadt an der Küste, doch für uns nur der Ort, von einem Bummelzug in den nächsten zu steigen. Zugübergabe wie gehabt. Auch wenn das fast militärische Ritual hier nicht ganz so zackig daherkommt. Nur aus einem einzelnen vierachsigen Triebwagen besteht nun unser Zug, den der Lokführer für die Fahrt vorbereitet. Für die Fahrt sind weiße Handschuhe Standard. Bei der Uniform gibt es keine Lachsheiten. Wir verlassen die Stadt und biegen auf die Nebenbahn ab. Es geht über den Fluss Oita hinaus aufs Land. Unsere nächste Etappe ist das Aso-Gebiet, das Land der Vulkane. Eher gemächlich fährt der Zug, auch wenn er dabei kräftig schaukelt. Die Wagen sind breit im Verhältnis zur Spurweite. Wir erreichen Bungo Taketa, ein kleiner Ort mit einigen Besonderheiten. Die Fahrgäste werden mit einem alten Volkslied empfangen. Und die Chefin ist hier eine Katze. Nia heißt die offizielle Stationsvorsteherin in Bungo Taketa. Eine Katze als Stationsvorsteherin, das zeugt vielleicht von einer gewissen Gelassenheit gegenüber dem Leben. Die braucht man in dieser Gegend vermutlich auch, denn wir nähern uns einem der aktivsten Vulkane in Japan. Thank you.
Das Aso-Gebiet wurde bereits 1934 zum Nationalpark erklärt. Damit ist der Aso-Kuju-Nationalpark der älteste in ganz Japan. Wir sind mit dem normalen Bummelzug gekommen, doch wir hätten auch den Aso-Boy nehmen können. Ein Konzeptzug wie der Yufui no Mori. Doch die Normalität hat auch ihre Reize. Hier ist er allgegenwärtig. Der Asche- und Rauchspeiende Vulkan Aso mit seinen Nebenkratern. Seine Caldera erstreckt sich über 380 Quadratkilometer. Der Aso-Boy hat eine hochliegende Lokführerkanzel, sodass die Fahrgäste unten auch einen Blick nach vorne haben. Nur wenige Menschen steigen aus. Viele bevorzugen es, die Landschaft aus dem Zug heraus zu genießen. Doch wenn man in dem verträumten Ort bleibt, gibt es noch einiges zu entdecken. Nicht nur Blicke auf die spektakuläre Bahnstrecke. Der Nabegataki-Wasserfall. Der Nationalpark ist berühmt für seine Bäche und Schluchten. Das Vulkangestein ist ausgehöhlt, so kann man den Wasservorhang von hinten betrachten. Wasser spielt für die Menschen hier eine große Rolle. In Aso gibt es unterhalb einer kleinen Quelle ein Restaurant, das um viele Brunnen herum gebaut ist. Der Regen, der vor 30, 50 Jahren in Aso fiel, ist tief in die Erde gesunken und kommt hier nun als Quellwasser wieder zum Vorschein. Es ist das beste Wasser, das man sich denken kann. Hideo Kinoshita bietet hier traditionelle Kleinigkeiten an. Das sind Kanzarashi, also weiße Reiskugeln. Sie werden aus einem Reis hergestellt, den es schon seit langer Zeit in Japan gibt. Die aus diesem süßen Klebreis hergestellten Reiskugeln schmecken am allerbesten, wenn sie mit diesem kalten Wasser gekühlt gegessen werden. Die japanische Kultur ist ja eine, die die Jahreszeiten zelebriert. Im Sommer erfreut man sich, man feiert solch klares fließendes Wasser. Und wenn die Nudeln an einem vorbeifließen und man sie aus diesem Wasser fischt und isst, man sagt, da ist etwas Spielerisches dabei. Es spricht den Teil in uns an, der sich an den Jahreszeiten erfreut. So etwas ist das Somen Nagashi, die Floating Noodles. Kalte Nudeln in einer Bambusrinne. Auch eine Art, Essen zu zelebrieren. In Japan hat das Tradition. Für Japaner ist es übrigens ein leichtes, die Nudeln aus dem Wasser zu fischen. Kontemplation, Esskultur und Skurrilität vermischen sich hier bisweilen. Das kleine Restaurant mit seinem Geplätscher ist im feuchtheißen Sommer eine kleine Oase. Der ganze Ort ist voller kleiner Brunnen. Alles wirkt hier sehr idyllisch, doch die Idylle ist fragil. Zuletzt gab es 2016 ein schweres Erdbeben. Auch der berühmte Aso-Tempel wurde teilweise zerstört. Japan ist das Land der Kontraste. Wir sind in Kumamoto, die Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur. Der Bahnhof wurde völlig neu gestaltet, seitdem auch die Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge hier fahren. Wir aber steigen in einen Dampfzug.
Selfie-Orgien und ausgelassene Stimmung. Der Hitoyoshi Steam Train ist eine Attraktion in Kyushu. Da man in Japan wenig Urlaub hat, sind Kurztrips besonders beliebt. Die Abfahrt einer Dampflok ist in Japan durchaus ein Spektakel. Denn es gibt nur noch wenig erhaltene und vor allem betriebsfähige Maschinen. Winken, bis der Zug nicht mehr zu sehen ist, das gehört hier einfach mit dazu. Der Hitoyoshi Steam Train ist Teil der Strategie, mit Konzeptzügen Fahrgäste für den Tourismus und die Bahn zu gewinnen. Die Fahrt geht nach Hitoyoshi. Die Stadt ist Namensgeber für den Zug. Natürlich wurde eine landschaftlich schöne Strecke ausgewählt, denn der Genuss der Landschaft erfolgt auch hier vom Zug aus. Freilich gibt es auch hier eine eigene Bento-Box im Design des Zuges. Alle Fahrgäste haben einen Tisch, an dem sie bequem essen können. Das Panoramafenster im letzten Wagen bietet besondere Ausblicke. Die Fahrt geht entlang des Flusses Kuma. Jeder Konzeptzug in Kyushu hat sein eigenes Thema. Hier ist es die Nostalgie. Die Wagen sind zwar auf alt getrimmt, doch komplett modernisiert. Sogar ein eigener Zugpass wird angeboten. Hier liebt man Souvenirs. Für Kinder gibt es eine eigene Leseecke. Insgesamt achtet man hier darauf, dass Kinder auf ihre Kosten kommen. So idyllisch die Strecke am Fluss ist, sie ist auch fragil. Heftige Unwetter und Überschwemmungen im Frühjahr 2020 haben die Strecke teilweise zerstört. Rund 2,5 Stunden geht es am Fluss entlang. Einst war dies eine der Hauptstrecken in den Süden Kyushus. Seitdem der Shinkansen fährt, hat die Strecke nur noch regionale Bedeutung. Sogar ein Bänkchen hat man für die Kinder aufgestellt. Die Personenzuglok hat mit dem kurzen Dreiwagenzug keine Mühe. Im Flusstal gibt es kaum Steigungen zu bewältigen. Hitoyoshi ist gleich erreicht. Dort werden die Fahrgäste von einer Institution japanischer Gastronomie empfangen. Toyomi Shobu verkauft seit 50 Jahren Bento-Boxen mit lokalen Köstlichkeiten. Hier gibt es ja fast nur Berge, nicht wahr? Da kann man viele Maronen sammeln, das ist die Spezialität hier. Also wirklich ein absolut lokales Produkt, hier gewachsen und hier verarbeitet. Auch die Ayu, die Süßwasserlachse, sind hier aus dem Kuma-Fluss. Die Ayu aus dem Kuma-Fluss sind berühmt. Thank you.
Viele Menschen kommen nur, um ihn zu sehen. Doch Herr Shobo ist mittlerweile Ende 80 und sein Bauchladen wird ihm langsam schwer. Kann eine Berühmtheit wie er nun einfach aufhören? Ja, ich mache es ja wirklich seit 50 Jahren. Und meine Körperkraft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Da denke ich schon so langsam daran, mal in Rente zu gehen. Aber meine Kunden lassen mich ja nicht. Das Alter gilt noch etwas in Japan. Für alte Bahnbetriebswerke gilt das nicht unbedingt. Doch in Hitoyoshi gibt es den alten Schuppen noch. Dort wird die Lok für die Rückfahrt vorbereitet. Eine Rarität in Japan, eine noch funktionsfähige Drehscheibe. Die Verriegelung der Bühne geschieht von Hand. Der Hebel selbst ist noch mit einem Holzkeil gesichert. Die Lok steht wieder in der späteren Fahrtrichtung. Die Maschine wurde 1922 von Hitachi gebaut und sie war bis zum Ende des Dampfzeitalters 1975 im Einsatz. Die leichte Personenzuglok war zuletzt auch hier in Hitoyoshi eingesetzt. Inzwischen ist sie eine der ältesten Dampflokomotiven in Japan. Das Bahnbetriebswerk ist nicht nur für die Versorgung der Dampflok da. Die Mitarbeiter haben auch ein kleines Museum eingerichtet. Vor allem Fernmeldeeinrichtungen und Signallampen sind zu sehen. Und ein bewährtes Zugsicherungssystem, wie es auch in Großbritannien eingesetzt war. Ein Token, der auf der Lok mitgeführt wurde, musste am nächsten Bahnhof in den Kasten der Zugsicherung eingelegt werden, damit die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Die Lok rangiert nun wieder zurück an den Zug. Die automatischen Klauenkupplungen hat man aus Amerika übernommen. In ihrer Anfangsphase war die japanische Eisenbahn stark von englischen und amerikanischen Entwicklungen geprägt. Die einstigen Vorbilder hat Japan allerdings seit den 1960er Jahren völlig abgehängt. Der Zug ist wieder abfahrbereit. Jetzt schaufeln Heizer und Lokführer gemeinsam die Kohle vom hinteren Teil des Tenders nach vorne. Unser Dampfzug fährt wieder nach Kumamoto. Wir aber bleiben in Hitoyoshi. Der Stadt am Fluss Kuma. Die 30.000 Einwohnerstadt, inmitten von bewaldeten Bergen gelegen, ist für vieles berühmt. Unter anderem für eine hochprozentige Spezialität. Satoshi Yui stellt hier Shochu her. Aus Reis entsteht eine Spirituose, die auch als japanischer Wodka bekannt ist. Der Reis wird zunächst gekocht, dann ausgebreitet. Schließlich wird ein Schimmelpilz zugegeben und das Ganze fermentiert eine Weile, bevor das Gebräu destilliert wird. Seit rund 200 Jahren macht man das hier so. Hier sind wir bei dem Herstellungsschritt, wo der Reis, den wir über Nacht haben fermentieren lassen, herausgenommen und nochmals Hefe hinzugefügt wird.
Man lässt ihn dann ein zweites Mal fermentieren. Dadurch wird er stärker. Und wenn die 200 Jahre alten Krüge einen Sprung haben? Hier sehen Sie kleine Risse. Hier auch. Solche Risse werden nach Möglichkeit repariert. Hier stand auch mal ein Krug. Der ist völlig zerbrochen. Wenn sie gänzlich kaputt gehen, können wir nichts mehr machen. Noch viel älter als die Tradition, Shochu zu destillieren, sind die religiösen Riten im Aoi-Asu-Schrein. Der Tempel wurde vor rund 1200 Jahren gegründet. Immer im Herbst findet das Okunshi-Festival statt. Am Abend werden alte Tänze aufgeführt. Die Jahreszeiten werden symbolisch dargestellt. Das Festival dauert mehrere Tage. Am nächsten Morgen versammelt sich fast der ganze Ort am Schrein. Die Anlage ist inzwischen zum nationalen Kulturgut erklärt worden. Die Priester ziehen in den Schrein ein. Drinnen warten schon die Löwen. Heute ist ihr Tag. Das Okunshi-Festival könnte man mit einem Erntedankfest vergleichen. Die Ernte wird gesegnet und die Kräfte der Natur werden beschworen. Und dann kommt der Auftritt, auf den alle gewartet haben. Die Löwen springen aus dem Schrein. Die Löwen beißen vor allem Kinder in den Kopf. Das soll Glück und Gesundheit bringen. Allerdings scheint sich nicht jedem Kind dieses Konzept zu vermitteln. Ein Umzug beschließt das Fest. Bevor wir Hitoyoshi verlassen, fällt unser Blick auf eine Spieluhr vor dem Bahnhof. Los, Jungs! Zu den Klängen eines Volksliedes treten ein Edelmann und seine Kapelle auf. Es wird die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der in die alte Burg von Hitoyoshi möchte. Wir fahren weiter. Der Zug taucht in den dichten Wäldern förmlich ab. Sie bestimmen hier die Landschaft. Es geht weiter in Richtung Süden. Mittendrin eine eisenbahntechnische Besonderheit. Die Strecke hat hier eine doppelte Spitzkehre. Wir haben den Zug etwas beschleunigt, um das Fahrmanöver deutlich zu machen. Zweimal muss der Zug hin und her rangieren, um weiterfahren zu können. Mitten in den Spitzkehren liegt die kleine Station Okoba. Sie ist nicht nur wegen der betrieblichen Kuriosität berühmt, viele Menschen kommen aus einem ganz anderen Grund. Unzählige Visitenkarten zieren den Bahnhof. Und es kommen ständig neue hinzu. Es heißt, wer seine Visitenkarte hier in Okoba Station anheftet, der darf auf eine glückliche Karriere hoffen. Der kleine Bahnhof hat so einen gewissen Kultstatus erhalten. Verkehrstechnisch spielt er allerdings keine große Rolle. Nur eine Handvoll Züge hält an diesem verträumten Ort.
kaum fallen sie auf, die Schmalspurstrecken in den fast dschungelartigen Wäldern. Der Isaburo Shinpei Limited Express ist hier unterwegs. Ebenfalls einer der Konzeptzüge in Kyushu. Mit ihm kann man die Spitzkehren und Waldstrecken erkunden. Die aufwendig gebauten Strecken sind heute nur noch Nebenlinien. Hier kommt der Hayato no Kaze daher. Ein weiterer Vertreter der Konzeptzüge. Die meisten basieren auf einem bewährten Diesel-Nahverkehrstriebwagen, wie er auf vielen Strecken unterwegs ist. Gleich ist Kagoshima erreicht, schon fast am Südzipfel Kyushus. Und hier steht's präsent, der Vulkan Sakurajima. Der Sakurajima ist einer der aktivsten Vulkane Japans. Seine Aschewolken gehören zum Alltag der Bewohner Kagoshimas. In der Stadt wohnt rund eine halbe Million Menschen. Sie ist das größte Handelszentrum im äußersten Süden Japans. Die Bewohner hier haben sich offenbar mit der Bedrohung durch den Vulkan und durch Erdbeben arrangiert. Dem quirligen Leben merkt man nicht an, dass in der Nachbarschaft stets ein Vulkan brodelt. Zum Nahverkehr gehört wie in vielen japanischen Städten auch die Straßenbahn. Sie wirkt angesichts der modernen Eisenbahn etwas altmodisch mit ihren kleinen Wagen. Die Straßenbahn hat die Normalspur, was insofern etwas kurios wirkt, weil der Großteil der Eisenbahn auf nur 1067 mm unterwegs ist. Eine weitere Kuriosität ist kulinarischer Natur. Es geht um eine Eisspezialität, um Shirokuma, also um Eisbäreneis, das freilich nur so ähnlich aussieht und im Wesentlichen aus geraspeltem Eis, tatsächlich nur gefrorenem Wasser und darüber gegossener Kondensmilch und Früchten besteht. Die kleinen Kunstwerke sind schnell weggegessen. Darum wird fast jeder Eisbecher noch schnell fotografiert. Eine echte Attraktion in Kagoshima, die opulenter aussieht, als sie ist. Bei Nacht leuchtet der Bahnhof mit seinem Einkaufszentrum inklusive Riesenrad. Ein Sprung zurück in Kagoshimas Vergangenheit. Die alte Handelstradition verkörpert das Haus der Adels- und industriellen Familie Shimazu. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert. Der Süden Japans war lange die einzige Region, die Kontakt mit dem Rest der Welt hatte. Dadurch entstand hier große wirtschaftliche und politische Macht. Die Züge an den südlichsten Zipfel Kyushus gingen früher vom Bahnhof beim Hafen aus. Doch der neue Hauptbahnhof liegt im Stadtinnern. Hier verkehren auch die schmalspurigen Expresszüge. Bevor die Shinkansen-Linie in Betrieb genommen wurde, waren diese Züge die schnellsten in Kyushu. Hauptsächlich sind hier allerdings Nahverkehrszüge unterwegs. Und natürlich der Ibusuki no Tamatebako, oder kurz Ibutama. Er wird uns nach Ibusuki bringen. Seine Spezialität? Dampf an den Türen. Er erinnert an eine alte Sage um eine verwunschene Schatzkiste.
Der Ibutama ist der letzte Konzeptzug auf unserer Reise. Der kleine Führerstand des Dieseltriebzugs wirkt etwas spartanisch. Die Fahrgäste sind komfortabler untergebracht. Es geht noch einmal durch die Metropole Kagoshima. Und natürlich wendet sich der Blick wieder auf den aktiven Vulkan. Der Zug hat ein eigenwilliges Design. Eine Hälfte weiß, die andere schwarz. Die Sitzplätze sind entsprechend angeordnet. Auf der weißen Seite sind die Sitze direkt dem Fenster und damit dem Meer zugewandt. Der Blick in die richtige Richtung ist stets gewährleistet. In Japan achtet man auf so etwas. Der Südzipfel Japans ist erreicht. Ibusuki ist nicht nur als Badeort am Meer bekannt, sondern auch für seine heißen Quellen. Und die erwärmen hier auch den Sand. Heiße Sandbäder sind sozusagen die lokale Spezialität. Sie können ungefähr nach 10, 15 Minuten wieder aufstehen. Ibusuki ist so etwas wie das Hawaii Japans. Nicht nur wegen der Sonne und des Meeres. Die Menschen hier, so sagt man, seien viel entspannter als in Tokio. Und dieses Gefühl will man auch vermitteln. Im Stil alter Tempel wurde das Museum Satsuma Denshokan errichtet. Das Museum wirkt im Abendlicht, als sei es selbst schon ein Exponat. Eine Sammlung kostbarer Keramiken beherbergt das Gebäude. Ein privater Sammler hat sie zusammengetragen und eigens das Museum dafür geschaffen. Die Figuren und Vasen stammen größtenteils aus dem 18. Jahrhundert. Die Porzellankunst wurde aus China übernommen. Und da Kyushu einst das Tor zum Rest der Welt war, ist hier der Sinn für diese Kunst besonders ausgeprägt. Höfisches Leben und die Natur sind dargestellt. Einen ganz anderen Teil des Lebens zeigen diese Fresken. Es ist die japanische Badekultur. Und wir sind auch nicht mehr im Museum, sondern im Thermalbad Hakusuikan gleich gegenüber. Heiße Bäder zu nehmen ist wohl die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Japaner. Allerdings badet man hier nackt, weshalb wir nur im leeren Bad drehen können. Wer Japan entspannt entdecken will, der nimmt am besten die Eisenbahn. Sie führt durch manch entlegenes Gebiet, entlang bisweilen nicht ungefährlicher Landschaften. Nur wichtig dabei ist, dass man die langsameren Züge nimmt. Die auf schmaler Spur.